Wo sind wir stehen geblieben? Bereit für den Flug. Die letzte Markierung schützt dich. Nur sie allein vermag dich bei deiner Flucht aus Tabriz am Leben zu erhalten. Genau, wir sind ja jetzt auf der Flucht vor unseren eigenen Leuten. Sei gegrüßt und guten Abend, Hellnagel und Edna. Und vielen Dank für den Resub, Hellnagel. Für 28 Monate jetzt schon. Ich bin halt ein Ninja, genau. Ich bin vorher verschwunden gewesen. Aller Lieblingsgegner sind jetzt dabei. We can't just leave Dosan here. He deserves better than being left for the vultures. Dosan should be laid to rest at home. In the shrine. I'm ashamed that we must leave him out here. Alone. Ja, kann einfach passieren in so einem mehr oder weniger Krieg. Dass man auch jemand verliert. Der Letzte, der dieses Zeichen setzen konnte. Your trials are over, Dosan. I pray we're as brave when we stand before ours. So, ich weiß gar nicht, wie viele Level noch da sind. Viele sind es nicht mehr. Can you feel the effects of the final mark? Nobody has borne it for years. But the legends say that you'll move so quickly, it'll seem as if you vanished in thin air. I hope that's true. I can't see another way to get out of here alive. Krieg bleibt immer gleich, genau. Es ist nur die Technik, die sich unterscheidet. Ja. Soll ich mal Fallout spielen? Habe ich mich schon öfter gefragt. Fallout ein richtiges Spiel für meinen Kanal wäre. Natürlich dann aber nicht 3 oder 4, sondern 1 oder 2. Oh. Ja, ja, wenn wären es die Alten. Ah. Ich dachte, wenn dann den Zweier. Der Eins ist ein bisschen mühsam, der hat nämlich ein Zeitlimit. Ein festes. Look at that. We'll never get through there. Unless. Also ja, stimmt. Ich kann mich ja jetzt. We had to leave everything behind. Except your darts. Let's hope that's enough to get out of here. Those things will have a harder time following us if we split up. I'll meet you outside the ruins. Be careful. Ich weiß, dass das Zeitlimit recht unkritisch ist. Ich habe die jetzt nicht gesehen. Habe ich mich jetzt zweiteilen lassen. Ich habe die jetzt einfach übersehen. Ja. Ich habe vergessen, wie man die besiegt. Man muss den ersten wirklich nicht gespielt haben. Und da es einfach so ist, dass ich nicht beide spielen werde. Gott, die macht Sachen, die ich auch mache. Da ich nicht beide spielen werde, gehe ich davon aus, dass es vernünftiger ist, den zweiten zu spielen. Aber dann mit ein paar Patches und so weiter. Das Ding ist ja ziemlich heftig zensiert. So, Milady. Hier ein schräges Muster. Ich das nicht, dass ich von da hinten töte? Okay.
Wie war denn das? Ich habe nur meine Darts, war die Aussage. Also wird es knapper, als es sein hätte dürfen. Das soll ja stimmt. Wunderbar, dankeschön. Muss jetzt wieder reinkommen. Habe ich im Spiel schon Gamma hochgestellt? Das habe ich letztes Mal gemacht, oder? Ah, da geht noch was. Ja, das ist besser. Ich sehe auf einmal Dinge. Das mit den Fallen ist mies. Das ist sehr mies, aber ja. Eine Sichtpower? Ja, die habe ich. Ja, sollte ich öfter verwenden. Ah, darauf kann ich nicht schießen, okay. Ha! Bingo! Wohl, man schlägt jetzt Alarm, weil die tot ist. Ich hasse es, dass man sich an die nicht ranschleichen kann. Ich hatte noch in Erinnerung, dass die scheiße sind. Ich glaube, hier werde ich nicht alles töten können. Kann ich von hinter denen da nicht töten? Das habe ich echt vergessen. Ich dachte immer, das geht. Was sind meine Ziele? Das ist eine gute Frage. Komme den ersten Stock an, ohne entdeckt zu werden, umgehe alle Banditen ohne Schaden zu nehmen, töte 5 Feinde mit Fallen. Die sind doch. Ich muss mich erst dran gewöhnen, wie gut die sehen. Also diese Sensoren, die da haben, sind im besten Fall anstrengend. Oh, das wollte ich nicht. Ja, ich werde mich dran vorbeischleichen. Das war kein Schleichen.
Aber ich kann ja das hier machen. Jetzt alles einsetzen, was man hat, oder? Dieser Sensorring ist mir ein bisschen kritischer, als ich dachte. Gut, geht sich nicht so aus. Stimmt, ich finde jede durch Zufall, irgendwelche Hamster durchs Minenfeld schicken oder so. Das funktioniert. Ja, zumindest ein Artefakt gefunden. Irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass ich jetzt Höchstpunkte mache hier. Schon wieder eine. Ja, ist jetzt blöd. Das klappt so. Nein, es hat nicht so geklappt. Ich glaube, das sind sehr viele Kontrollpunkte, genau aus dem Grund, weil man einfach relativ schwer an vielen Plätzen vorbeikommt. Jetzt sollte ich die einfach... Das macht keinen Wirbel. Mein Gott, warum macht das keinen Wirbel? Oder ist das eine Fähigkeit, die ich gelernt habe? Okay, das war Suizid, mehr oder weniger. Allerdings. Ja, ich weiß, ich sollte den Teleport einfach über Gebühr nutzen. Einfach drauf los. Kommst runter und ich teleportiere mich dann dir vorbei. Oh, ihr seid jetzt zu zweit. Warum seid ihr jetzt zu zweit? Achso, das hat vorher auch nicht funktioniert. Das war das nicht das, was ich wollte. Keine Bestenliste, Kontrollpunkt und komm ich da hoch? Ja. Macht das Geräusche, das Teleportieren? Ja, es ist auch die beste Fähigkeit im Spiel, ohne Zweifel. Mein Hauptproblem gerade ist halt der Klassiker. Ich habe zu lange nicht mehr gespielt. Ich muss gerade wieder reinkommen, das ist blöd. Ich sollte immer trainieren vor den Streams. Ah, da ist noch eine Falle. Blöd ist, dass diese eine Vase da
will eine ausschalten, dann komme ich an der anderen auch vorbei oder so. Obwohl, das Problem ist dann halt... Scheiße, wieder einen... Ja, die versuche ich gerade, das mit den Patrouillenrouten. So. Gut. Das sollte helfen. I have failed, but I cannot surrender. This era does not belong to us, but we can take from it. I have seen today's soldiers and the weapons they use. With these tools, we could adapt, and we could survive. Gut. Hat ja funktioniert. Pfeil ablenken und dann durchteleportieren. Muss ich mir merken. Funktionierte besser als ich dachte. So. Hier ist wieder eine Route. Sehr gut, die erste Aufgabe ist auch. Überlebe den Untergrundtunnel ohne Ausweg. Das ist ja vielversprechend. Gut. Ohne Ausweg, das ist alles so übertrieben. Boah, das ist ja widerlich. Gut. Die Sicht ist hier mein bester Freund. So, was haben wir da? Ah, da sind die Seile. Gut. Und hier sind auch jede Menge Seile. Warte, aber ich... Nein, es sind keine jede Menge Seile. Was mache ich mit diesen Schalter dementsprechend? Unangenehm. Aber das ist der Schalter, der die Tür da drüben öffnet. Dementsprechend... Geht das langsam wieder runter? Ja. Das war zu langsam. Durch die Tür kann ich mir nicht teleportieren. Nope. Ja, ist es. Teleport ist mein bester Freund hier, das ist mir klar. Ich könnte mich durch die Tür teleportieren, aber das geht sich nicht aus. Das heißt, ich muss mich in Sicherheit teleportieren oder so. Hey, das war nicht fair. Nein, durch die Tür komme ich von hier aus nicht. Und hier wird es gehen, aber das ist zu spät. Das ist Timing. So, wach werden. Los, Konzentration, dann wird das auch was. Okay, ich dachte, da drunten bin ich halbwegs sicher. Schauen wir uns das nochmal an. In der Theorie müsste ich halbwegs sicher sein. Die Türen sind verbunden. Aber vielleicht muss ich einfach zwei Schritte gehen und dann sofort teleportieren. Das probiere ich jetzt. Geht doch. Also ich muss erst warten. Dann schauen wir uns das Ganze hier noch an.
Oh, normale Gegner sind da oben, das ist ja schön. Okay, da kann ich mich verstecken. Warum, weiß ich auch noch nicht. Was passiert, wenn ich das jetzt mache? Gut, fast schon ein angenehmer Gegner. Finde einen Weg an dem Außenposten. Genau, ohne Schaden zu nehmen, soll ich die jetzt. Und ich soll mit Pfeilen töten, war die Aussage. Ich sehe halt nichts wegen dem blöden Sturm hier. It's clear. Da ist ein Sniper. Jetzt packen sie aber wirklich alles aus, oder? Absolut alles, was sie haben. Achso, ich habe kein Schwert, oder wie? Das ist das Problem, ich habe einfach kein Schwert. Warum sagt mir das niemand? Das war die Aussage, ich habe alle Ausrüstung außer das Schwert zurücklassen müssen, ja. Aber dass das so wörtlich gemeint ist. Es hat nur gesagt, ich habe keine Ausrüstung. Schwert ist quasi, wie soll ich sagen, mehr oder weniger ja das Leben eines Ninja. Na gut, eines Ninja eigentlich nicht, ich bin nicht ein Samurai. Yourself. I hear something. He got someone. He will not be so lucky twice. Okay, ich dachte, ich kann ihn terrorisieren, wenn ich ihn mit der Leiche bewerf. Hat wohl nicht funktioniert. Ja, der beseitigt. I hear something. Ja, du hörst was. Den muss ich sofort, wenn er stirbt, schnappen und den Abgrund runterwerfen. Wunderbar. Wunderbar ist das. Ach, da ist schon wieder so ein Sniper-Fuzzi. Maybe he fled. Gut. Scheint ja ganz gut zu funktionieren hier.
Das wage ich nicht, da teleportiere ich mich lieber rüber. Teleportieren ist mein bester Freund hier, oder? Es geht nicht auf Zeit. Genau. Man muss sich Zeit lassen in dem Spiel. Es ist keine Hetzerei. Und hin und wieder ein bisschen genauer schauen. Wunderbar, das war Nummer 4 mit einer Falle getötet. Da ist eine Glocke, da ist ein Schalter, da drüben ist auch eine Falle. Das war jetzt zugegeben nicht so gut. Weil ich kann halt auch nichts dagegen tun, dass sie jetzt den Alarm auslösen, oder? Gut, den Sniper kann man zwar ausschalten, aber dann ist... Warte mal. Wenn ich das richtig sehe... Das war die falsche Fähigkeit. Wenn ich das richtig sehe, könnte ich den ja... Einerseits mache ich hier das Licht aus. Dann würde der andere nicht angelockt werden. Blöd ist, diese Falle ist ziemlich im Weg hier. Den werde ich nicht los. Den werde ich einfach nicht los, nein. Ich muss noch jemanden mit Falle töten. Okay, das ging nicht weit genug. Egal. Dann nochmal im Kreis hier. Weil ich muss die ja nicht umbringen, oder? Ich muss noch jemanden mit Falle töten. For you. We will find you. War das unbemerkt noch? Galt ich gerade noch als unbemerkt? Ich weiß es wirklich nicht. Auf jeden Fall ist das mit der Falle hier lustig. Ich habe nicht gesehen, ob der Alarm ausgelöst wird. Die Musik war kurz da, aber ich glaube, es war noch kein Alarm. So, schalten wir mal die Karte zu. Also, ich muss da rüber. Dort in die Mitte im Prinzip. Sei gegrüßt und guten Abend, Papa Meime.
Verdammt. Soll keinen Schaden nehmen, das gilt noch. Na, geh darüber und lass mich hier in Ruhe weitergehen. Oh, der lebt noch. Da stand jetzt sogar geräuschlos töten, ist nicht verfügbar, bis du dein Schwert wieder hast. Komm rüber. Diesmal lasse ich ihn aber gar nicht so nah an mich ran. Das war nur der Wind, das ist ein Windspiel, was glaubst denn du? Er hat mich dadurch gesehen, das ist jetzt blöd. Na gut. Mit viel Geduld müssen wir das jetzt machen, mit viel Geduld. Er hat das nicht gehört. Sorbier. Gut, dann aber jetzt. Jetzt hat er es aber gehört. Genau, genau. Er löst die Falle auch selbst aus. Genau, da schaut er nach oben. He'll be back. Kann ja wirklich nicht sein hier. So, den Sniper loswerden. Vielleicht sollte ich dann einfach schnell sein, nachdem ich... Weil den hier werde ich nicht los. Mist, die Fähigkeit ist noch nicht aktiv. I heard that. Jetzt war ich zu ungeduldig. Die ganze Zeit so schön geduldig gewesen und jetzt auf einmal zu ungeduldig. Das war nicht klug. Ich glaube, das hier werde ich von unten machen. Das ist ein bisschen angenehmer. Wenn der nach unten kommen wird, wäre so viel schöner. Nach unten schaut er nicht. Zumindest habe ich das vorher so mitbekommen. He must be somewhere else. Genau, ich bin wo ganz anders. So, da habe ich den Schalter noch gar nicht gedrückt hier. So, du drehst dich um. Geh hinter dir vorbei. Und dann mache ich das hier. Und bin dann weg. Zugeschütteter Fluchtweg. Wunderbar. Es geht ja doch ein bisschen. Ich bin nicht gut. Das habe ich nie behauptet.
Aber es funktioniert. Hm. Okay, hier werden sämtliche Schalter gedrückt. Das Problem ist, die Tür haben wir hier. Genau. Dementsprechend so und dann genau so. Unheimlich mit den ganzen Stacheln drunter, aber ja. Gut, weiter. So eine schon wieder. Ui, und noch mehr Fallen und so weiter. Geht das? Ich hoffe, das geht. Genau, nothing. So. Noch nicht. Das war lustig. Okay. Das hat wirklich Spaß gemacht, die Situation. Aber gut, das ist ja auch ein bisschen unfair, was ich da tue. Das ist massiv übermenschlich. Das sind schon wieder so Fallendinge, oder? Schon? Wunderbar oder so. Gut. Der Weg in den Hügeln. Jenseits davon liegen Wüste und Geborgenheit. Wüste und Geborgenheit sind nicht unbedingt zwei Dinge, die ich verbinden würde. Also gedanklich. So, machen wir was Gemütliches. Einen Rätselraum oder wie auch immer. Challenge. Hüpfen, ausweichen, sprinten. Vier Türen. Oh Mann, was passiert hier alles? Okay, das bleibt. Dann bin ich gespannt, wie das alles funktioniert. Da komme ich sicher vorbei. Der Retour, das ist schön.
dachte, die Zeit wäre wieder. Also ist die Zeit gerade nicht stehen geblieben. Also warten. Gut. Das Ding hat das wirklich gerade zwischengespeichert, netterweise. Das fände ich schön. Gut, also. Eine weitere Tür ist hier offen. Hat funktioniert. Gut, das Sprinten war relativ wenig davon. The man who should have replaced me must instead sacrifice himself for me. And that's all. Ja, ja, Opfer und so weiter. Ich kämpfe jetzt gegen meine eigenen Leute, oder? Das war nicht so geschickt. Ich schaue mich mal woanders um. Okay. Inwiefern sind die zwei miteinander verbunden? Ich habe nicht einmal was gemacht. Wenn die jetzt Alarm schlägt, obwohl ich nichts gemacht habe. Die war nur ungeschickt. Sie ist selbst schuld. Das ist eine gefährliche Umgebung hier. Da oben ist eine Schriftrolle, die will ich haben. Natürlich gefährlich. Vielleicht, wenn du tot wärst. Night falls, I pick up my blade and I turn on the bandits. I kill 10, 20 before they start to flee. And then walk outside and collapse. The shame stays in my gut, and I accept it. I rest until I have strength to lie and to lead. The crescent moon. I sink into the ground and wish the sand away. It sounded more like a death poem. Wo muss ich eigentlich hin? Irgendwie da nach oben. An der vorbei oder nach rechts? Oder geht beides? Wir schauen uns einmal hier um. Laut. Das war ein bisschen gefährlich. Sehr schön. Ja, das ist jetzt, das ist wirklich ein bisschen nervenaufreibend hier. Musik.
Das war der falsche Knopf. Ah, das war das falsche. Das wollte ich nicht. Aber ich bin wieder hier. Kontrollpunkte sind nett zu mir. Die sind wirklich gerade nett zu mir. Kommen Sie runter, komm runter. Ich habe hier was für dich vorbereitet. Ganz runter. Gut, kommt nicht ganz runter. Ach gut, jetzt sind zumindest die Seile weg. Ich war doch schon weg. Das war jetzt vom Timing her leider nicht großartig. Oh, das war jetzt was anderes. Ich dachte, da kommt auch nur irgendwas runter. Okay, das ging nicht so schnell, wie ich gehofft habe. Das hier verbunden. Okay, wenn man das Seil durchschreitet, dann kommt das runter, oder wie? Da kommt ja... sie war nicht allein, das war... Ich dachte, das ist die, die uns vorher verfolgt hat. Hui! Das Spiel macht mich gerade nervös. Okay, ich dachte, wenn ich darüber wechsle, würde ich das auslösen, das Teil. Geht ja. Hier kann ich aber nicht viele töten, das ist langweilig in dem Level. Aber ich bin durch. So that's what his eyes up to. Lying to us, hiding his mistakes and trying to make us more like those things. You know what you must do. Go back to your master and kill him. Die ersten zwei Drittel des Spiels haben wir damit verbracht, genau das nicht zu tun. Also den Clan zu verteidigen und so weiter. Und jetzt sollen wir den Meister umbringen. Gut, wie schaut's aus? 100 Punkte mehr als der zweite. Wunderbar. Gut, hat funktioniert. Nächster Level. Jetzt habe ich noch mehr mit den Stalkern zu tun. Ich brauche ein Schwert. When you meet your friends, your master, will you be ready? Here we are. I don't think anyone will be pleased to see us. Mir fehlt noch ein bisschen was vom Spiel. Ich weiß, es ist noch nicht vorbei. Die Aussagen wirken schon sehr nach Finale, aber das ist noch nicht der Fall. So, was haben wir zu tun? Bleib unentdeckt, bis du deine Ausrüstung zurückgeholt hast. Das klingt gut. Töte geräuschlos 3 Halluzinationen in weniger als 15 Sekunden. Das ist schnell. Töte geräuschlos aus einem Versteck heraus, nachdem du mit Abgeklärten reingegangen bist. Abgeklärtheit reingegangen bist. Ah, okay, Abgeklärtheit, was war das? Das ist die Abgeklärtheit. Gut. Also, aber dazu brauche ich zuerst meine Ausrüstung. Wo soll ich hin? In das Gelbe vermutlich. Dringe in Hisomuyo ein. Nicht auf irgendwelchen Schienen oder so, die Ausrüstung. Hidden in light, shown in shadow. Ah, jetzt kommt die Mechanik dazu, die ist schön.
Ah. Da habe ich das hier nicht gesehen. Auch hier wunderbar Tutorial-mäßig. Also, man muss eine Kleinigkeit machen. Aber nichts Kompliziertes, um die Mechanik zum ersten Mal zu sehen. Das ist halt, das sind gute Spiele, die dir Sachen erklären, nicht mit 15 Textboxen oder mit einer Stunde Tutorial, sondern einfach im Spiel. Gefällt mir jedes Mal wieder gut. Genau, auch da werde ich rüberspringen müssen. Mit Abgeklärtheit. Ja, ist das eigentlich auf Englisch? Das war der falsche Knopf. Das war laut. Oh Mann, überall bewegen sich Dinge. Schon ein bisschen widerlich. Man könnte natürlich auch einfach laufen. Das hier weg tue, ist dann auch hier Licht und jetzt werde ich mit Abgeklärtheit darüber. Das war falsch. Ich will das rückgängig machen. Das war zu langsam. Nicht viel zu langsam, aber zu langsam. Drücke mit dem falschen Knopf, da steht auch immer B und ich muss A drücken. Und umgekehrt. Gut. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Die Ausrede bringe ich jedes Mal, oder? We've used these tunnels countless times to sneak out on missions. But this must be the first time anyone's used them to sneak in. Schon fies, wenn man das Gelände gut kennt und dann noch übermenschliche Fähigkeiten hat. Aber die machen das mit Technologie eigentlich ganz gut wett. Ja, der Zug, das ist auch wunderbar. Hier wird eine neue Mechanik gezeigt, dass diese Dinger öffnen die Augen und sind Schalter. You may start to see enemies who aren't even there. Das ist eine Ratte. If your mind thinks you've been shot, your body will believe it. Chu-chu. Dann warten wir auf den nächsten Zug. Also mit der Frequenz hätte ich auch gern hin und wieder eine. There's a reason no one but us ever uses this. Also wenn die U-Bahn bei mir mit so einer Frequenz fahren würde, würde ich nie wieder die Bahn versäumen. Those tracks will kill you, and so will the train. There's a reason no one but us ever uses these tunnels. Aber es klappt ja eigentlich hier ganz gut. Über die Tode sehen wir hinweg. Oh, komm her. Achso, ich habe noch immer kein Schwert. Ich vergesse das andauernd. Da komme ich nur da auf die andere Seite. Bringt relativ wenig, glaube ich. Ich
Ich schaue mir das jetzt mal an, warum ich hierher gehen könnte. Damit ich 250 Punkte fürs Schlösserknacken bekomme. Es ging nur um eine Sache. Also, die sind ja jetzt zu zweit. Das war wohl dann doch zu laut. Na gut, weitermachen oder so ähnlich. Und ebenso. Aber ich komme dann zurück, um sie zu töten. Da. Okay. Dann machen wir es so herum. Warten. Jetzt. Dumm die Dumm. Wunderbare Ablenkung. So, Zug in der anderen Richtung. Wo muss ich hin? Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich nach links. Puh, das ist böse. Ah, es ist sehr böse, aber ja, machbar. Okay, okay, okay. Ich glaube, ich verstehe es. Aber da muss ich sehr vorsichtig sein. Gut. Das war der falsche Knopf. Ha, wusste ich's doch, das ist ein Geheimnis. Sehr schön. Der Hauptcharakter ist schon so wahnsinnig, er sieht das Licht am Ende des Tunnels. So. Mal weiter anschauen. Warte. Bis. Mhm. Was ist hier? Ah, da kann ich genauso runter. Schult einem ein bisschen diese Sachen. Ah, okay. Gut. Andere Richtung, dann sollte ich da drüben die Laserstrahlen abgeschalten haben. Muss ich nur noch unter Anführungszeichen nach oben. Also.
den Wänden kann ich nicht klettern. Ja gut, das ist die Lampe, das geht hier und dort. Mir fehlt jetzt nicht mehr viel, aber ich... Ich weiß gerade nicht, wie ich da hinkomme. Weil hier ist ja nichts weiter, nein. Geht das? Ha! Geht! Hat wieder funktioniert. Sehr schön. Funeral rites for the one who bears the mark. Before dawn, the ninja, or Kunoichi, bears the mark, kneels in the light of the planet. The clan has no power, but still that light of the planet. Sind noch andere Wege raus? Ist ein bisschen... Oder überlebe ich, wenn ich da oben hänge? Ja, okay. Okay. Jetzt war ich ein bisschen zu ungeduldig. Zurückkommen ist mindestens so schwierig. Okay, man stirbt dann nicht. Gut, dann hätte ich mich auch vorher gar nicht so beeilen müssen. Alles hier einfacher, als ich dachte. Oder einen Zug lassen wir noch vorbeifahren. Vorbeifahren, nicht in den Zug laufen. Ja, alles nicht so schwer. Oh, wunderbar. Leichentruhen. Before we go any further, you'll need weapons. Old Tyra always kept plenty on hand. The Watchtower. Bleib unentdeckt, bis du die ausgehörte Geräuschlos, drei Halluzinationen, genau. Here. What the fuck? Das habe ich jetzt überhaupt nicht gesehen. Jetzt übersehen konnte. Before we go any further, you'll need weapons. Old Tyra always kept plenty on hand at the top of the watchtower. Ein großer Gong, ob ich den noch verwenden werde. An mir vorbei. Drin raucht wer gemütlich. Okay, das ist eine Tür. Da ist meine Ausrüstung. Aber wie komme ich da rein? Oh. So wohl nicht. Muss ich das Licht zuerst ausmachen? Also, damit dieser Block wieder da ist. Und dann kann ich das sicher bewegen. Ist ja alles nicht so schwierig.
Na endlich! Even in death, you never let us down. So, sehr schön. Habe ich noch Punkte. 19. Das ist viel. Was wollen wir denn einsetzen? Genau, Pfeile mit Halluzinogen. Was haben wir da? Ja gut, das sind Nahkampfsachen, die mag ich nicht so. Drücke und halte A im Fallen und im Sprung und den Lander, um abzubremsen. Das schaut lustig aus, das nehme ich. Ja, die Box mag ich nicht. Also das ist auch... was will ich? Alu-Pfeil, es klingt schon lustig. Weil mit einem noch stärkeren Drang vergift und zerstören den Verstand des Opfers, das sich schließlich selbst... ist ja furchtbar. Nehme ich. Genau, verbesserte Ablenkungsfackel ist alles schön und gut. Ja, ich schalte mal die Schachtel frei, um zu... Oh, geräuschloses Töten ist aus der Schachtel möglich. Das macht es natürlich besser. Was nehmen wir? Also Ausrüstung kommt nachher erst. Das kostet alles 5. Ja. Ah. Ach so, das ist ein eigener Pfad. Das habe ich irgendwie übersehen. Ja gut, die Ablenkungsgegenstände verliere ich dadurch. Aber Angriffsgegenstände habe ich. Aber die Ablenkung ist schon gut, also ja. Ja, dann nehme ich die halt mal mit. Now we must find wenn du sagst. Before they find us. Wie erkenne ich Halluzinationen? Ich meine, klingt jetzt blöd, aber ich meine das ernst. Warte mal. Das sollte eines der Ziele sein, genau. Ah. Es gibt keine Wachen hier, es sind alles Ninjas. Das war's. Und auch wieder ein paar Pünktchen. Halluzinationspfeile muss ich ausprobieren, wenn mehr Leute da sind. Eigentlich ist das alles sehr fies hier. Wo geht's weiter? Also eh da oben. Wie töte ich 3 Halluzinationen geräuschlos in weniger als 15 Sekunden? Die müssen dann ja alle auch auf einem Haufen stehen. Das? Hatte. Wunderbar. Wolltest du nicht dorthin leuchten, von wo du getroffen wurdest? Ach, schade. Schade. Ich weiß, dass ich sie lautlos töten muss, aber 3 in 15 Sekunden. Lautlos heißt nur, dass ich mich nicht verdrücken darf in dem Zusammenhang. So.
der dreht sich mal wieder um. Du hast dich doch die ganze Zeit umgedreht, genau. So lässt er sich nicht fallen. Entschuldigt. Dankeschön. Hab zu langsam reagiert, als dass ich das Mikrofon abgedreht hätte. Aber so kann es gehen. Mit diesem unprofessionellen Streamer. Das bin ich halt buchstäblich unprofessionell. Ich verdiene nicht meinen Lebensunterhalt damit. Ist doch die Definition von professionell, oder? Fällt doch gar nicht auf, dass ich das hier mache, oder? Gut. Ich glaube, an denen da drin probiere ich jetzt erstmals einen Pfeil aus. Die stirbt dann. Oh. Gut. Ich habe nichts gesagt. Gut, die Leiche ist versteckt. Der Schalter führt wohin? An mehrere Ecken. Aber vor allem die Tür auch. Wenn ich da rauskomme, dann hört sie mich doch. Stehe ich gerade nicht. Oder so. Hat doch gut funktioniert. Warum habe ich das jetzt genau gemacht? Also wegen dem Schalter, genau. Damit hier die Tür aufgeht. Habe ich gerade gefragt, ob ich vielleicht Hunde getötet habe. Sneak? Ich habe das nicht verstanden, das mit dem Sneaken. Sind schon viele. Sie sind vor allem, die Stalker sind vor allem keine Halluzinationen. Schleichen oder töten? Das ist hier die Frage. Stalker sind halt wirklich Arschlochgegner. Ist das mit dem Töten nicht so einfach? Kommst du zur Tür? Okay, das ging nicht. Das war zu gewagt. Jetzt bin ich hier. War schon ein bisschen lustig wieder. Erst im Versteck zu töten funktioniert nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe.
die sehen einen halt in jeder Situation. Diese Arschgeigen da. Okay, der Terrorpfeil ist wirklich lustig. Und jetzt richtet er sich selber, oder? Das ist echt düster. Ich wollte nicht den Gong aktivieren. Ich wollte eigentlich das Licht ausmachen. Mann, das ist wirklich extrem effektiv. Allerdings wären hier 3 Halluzinationen auf engem Raum gewesen. Dann habe ich ein bisschen zu spät gedacht. Also lass mich raten, das ist das, wo ich aus der U-Bahn hochgekommen wäre wieder, oder? Na gut, dann. Problem ist, was ist, wenn gerade hier... Nein, da ist eine Schriftrolle. At sunset, the entire clan takes part in the Kutsu Age and offers their gratitude to the one who has become an ancestor. A lesson and a warning. The master buries the remains in the shrine, in the heart of Isomujo. For without this death, the clan could not stand. Okay, hier sind auch nur Halluzinationen, oder? Ich müsste schnell in 15 Sekunden 3 davon töten, lautlos. Ein bisschen herausfordernd hier. Vor allem, wenn man sich entdecken lässt. Aber hatte ich jetzt die Schriftrolle? Ja, hatte ich, glaube ich. Wo ist der Rest? Gut. Gut, das war zu langsam. Diese Doppelablenkung klingt eigentlich nicht so schlecht, aber ich muss dann einfach auch schnell sein. Oh Mist, der hat mich vorher gehört. Hat das gereicht? Ja! Ha. Wunderbar! So.
Stalker wird man so wesentlich leichter los, muss ich sagen. Also der verbesserte Pfeil ist echt ekelhaft. Ja, Mist, da ist ein Stalker auch. Sie schon recht. Kannst du sie ausschalten, wenn es irgendwie geht? Ja, sie erschießt nicht so wild um sich, der Sniper. Dumm. Ja, also bei dem Chaos hättest du es nicht gedacht, aber es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Die Stalker kann man nicht nervös machen, gell? Ich glaube, die kann ich... Mit denen klappt vieles nicht bei den Stalkern. Ja, dumm. Dumm. Oh, das Ding habe ich trotzdem erfüllt. Hätte wahrscheinlich auch gereicht. Mit der Sniper selbst. Warum bloß tauchst du jetzt hier auf? Weil das Licht noch an ist, oder? Das Ding gilt als erfüllt, ja. So. War kein Alarm. Die dreht zu wenig durch. Das mag ich nicht. Wunderbar, eine Leiche verstecken wir natürlich, weil bringt Punkte. Und mehr als eine haben wir, hat hier keinen Platz. So. Aber sie lebt noch. Da ist noch einer. Aber das machen wir einfach. Er kommt noch ein bisschen näher, noch ein bisschen näher, noch. Genau so. Und dann so.
Geht's voran. Das war zu laut? Wirklich? Es war wahrscheinlich zu hell. Jetzt habe ich da unten gestartet. Unangenehm. Ja, die Stalker lassen sich nicht auf diese Weise töten. Okay. Den Sniper schalte ich konventionell um. Aus. Ich schalte ihn um, genau. Die haben schon Schusswaffen, diese komischen Handgelenkswaffen. Wieso sehe ich dann nicht durch die Tür? Ja, widerlich. Wir bauen sowas. Könnte ich ja jemand verletzen, verdammt. Hier ist es gerade zu ruhig. Die Falle ist zu langsam. Schade. Ich schalte ihn um auf nicht leben. So ist schön. Wunderbar. Hat ja doch funktioniert letztlich. Ich habe echt gedacht, das wird nichts. Aber ja, so geht's dann doch. Genau. Wieder mal einen Körper versteckt. Habe ich mir zwar nicht sehr auf die Mühe gemacht, aber bringt ein paar Pünktchen. Ja, ein paar fehlen noch. Die Frage ist, wie weit ist es noch? Ich dachte mir, das ist jetzt da schon ganz nah. Mir fehlt schon wieder eine Schriftrolle. Aber ja. Ist nicht so wichtig, das habe ich von Anfang an gesagt. Not much of a homecoming, is it? It's time to confront Azar. At this hour of the night, he must be in his garden. Den kann man nicht einfach so ausschalten. Ich habe echt wirklich schon wieder zu viel vergessen seit dem letzten Spiel. Ich wollte nicht den Gong drücken, sondern die verdammte Leiche nehmen. Naja, egal. Glaube ich. Ist ja nicht mehr weit, genau. Ich würde den gern töten, aber... Aber das klappt irgendwie nicht. Wie hat man denn die besiegt? Ich hab's vergessen. Mach den Weg in Asais Garten frei. So, dein Licht ist jetzt auch aus. Hätte wahrscheinlich auch nicht aus sein sollen. Aber das ist halt Geschmackssache.
Du hast nichts gehört. Gar nichts. Nur ein wahnsinnig lauter Gong. Ich nehme dich mal mit. We haven't set foot in here since we were students. Do you remember this test? The statue holds the lever tight, and you have to find the release. Okay, hier kann ich nichts machen im Moment. Sind die besiegbar, diese Dinger da? Die würden das alle hören. Das war der hat Nachtsicht, das war das Problem an diesem Heinister. Er hat mich noch gesehen, für den Bruchteil eines Moments. Ich hänge so gern Leichen auf in dem Spiel. Überall das Licht anschalten, damit man dann irgendwie, kann man das auch drehen? Achso, da unten kann man es, glaube ich, drehen. Für den Bruchteil eines Moments hast du was gehört. Aber fällt mir auf, dass ich die andere Leiche nicht versteckt habe. Sind wieder 250 Punkte. Ich weiß nicht, warum ich in dem Spiel so punktegeil bin. Aber irgendwie macht es Spaß. Selbst die Schatten sind schockiert. Genau das ist der Punkt. Ah, warte. Mir fällt auf, was mein Fehler war gerade. Das ist falsch gedreht hier. Ah, ich sehe es. Jetzt muss man gegengleich machen. Hier gilt nicht die Laserströme kreuzen. I. This is part of the test too. The doors will open on their own after a few moments. Just hold on. We know you're in here. Gut, ich habe ich noch ein Giftball, ja. Wo ist es offen? Was ist offen? Was ist offen? Also ich muss in die Gegenrichtung quasi fliehen.
Immer die Tür hinter sich schließen. Dann klappt's auch mit dem Fliehen hier. Man kann hier nicht alle töten. Ich meine, theoretisch ging's wahrscheinlich, aber ich schaff's nicht. Zumindest nicht sinnvoll. Also da steht noch der große Hani. Der Raum ist super leicht, wenn man Insekten hat, das kann man vorstellen. Die Insekten sind einfach auch wahnsinnig toll. Also ich mag die sehr. Die sind so richtig ekelhaft. Oh. Ich kann meine Ausrüstung nicht mehr auswählen. Ich meine, ich kann sie schon auswählen offensichtlich, aber ich kann nichts mehr weiter tun. Ist das schon das Ende des Spiels? Ja, ich glaube. Welcome home. Sei gegrüßt und guten Abend, Mayhem, und vielen Dank für den für das Abo, den Sub, wie auch immer ihr es nennen wollt. Ja, auch schon 7 Monate dabei. Die Zeit verfliegt, meine Lieben, die Zeit verfliegt. Gut, keine Alarme, keine Feinde getötet gab es nicht. Aber ist wunderbar wieder bezüglich, wie gut es war. Ich habe wieder die meisten Punkte. Yes. Put down your sword. I am not your enemy. You risked our lives and our clan, all to hide your failure. Who are you listening to? Have the hallucinations grown so strong? The voice you hear is temptation. It is trying to trick you, to turn you against us, to lead you into madness. You must not let it. Sei gegrüßt und guten Abend, Fahrer. You swore an oath to save the clan. Sacrifice yourself. Reclaim your honor, and you will give us a chance to survive. The clan gave up its honor, its guts, and its pride. It's not worth saving. I will leave you to make your decision. Take our ancestral blade from its shrine, and come when you are ready. Ja, das ist nämlich der Punkt. Sie war nie echt, aber das wundert auch nicht, wenn man drüber nachdenkt. Sie war von Anfang an eine Halluzination wegen des Zeichens. The clan bows its head in shame, as it should. After we kill Azai, we must cleanse the rest of the clan. None of them have any honor. Sie ist eine Geistesstörung. Ja, ich meine, es sind Giftpflanzen. They called him Azai the Measured, but Azai the Fallen will be his legacy. Die Ehre gebietet eigentlich. This is the shrine of our ancestors. I wish we could hear their advice. When you finally face Azai, don't let me down. He needs to pay for what he has done. Let me tell you the story of the Ink. Ja, Geschichte der Tinte, ich höre. Er ist schon sehr stimmig, ich mag das. Eventuell ohne mein Kamerabild. Also wie sollte sie auch ihn auch anlügen? Es ist alles nur aus seinem Kopf gekommen. I'm here to help you. Rule number one, don't get me killed. Look around. The flowers have been dead a year, maybe more. You picked the wrong guys to rob, Sensei. Where is he? Is he gone?
Der Rachefeldzug war dann zu Ende und auf einmal hat man sich gegen den eigenen Clan gestellt. Weiß nicht, das ist gar keine so leichte Wahl. We've always been together. Das ist der Punkt. Die Wahl ist gar nicht so leicht, weil es stimmt schon, dass er sich gegen den Clan gestellt hat mit seiner Entscheidung, mit der Technologie und so weiter. Allerdings ist das auch eine Methode, über die Zukunft zu entscheiden. Sie war immer da, aber sie ist nicht echt. Alles klar, Mayhem, dann wünsche ich trotzdem gute Unterhaltung und dann eine gute Nacht. Ja, ich muss offen sagen, realistisch betrachtet, der Eid wurde geschworen. Man stirbt ja sowieso. Der Clan kann weiterleben, an den man geglaubt hat, auch wenn man in Zweifel geraten ist. Aber das können genauso gut die Halluzinationen sein. Und dementsprechend entscheide ich mich dafür, gegen sie vorzugehen. Und damit gegen mich selbst. Das ist das, was man geschworen hat, bevor die Halluzinationen zu stark ist, was eigentlich schon zu spät ist. Ja, Seppuku, für die Ehre. Vielen Dank, Mayhem. Es ist einfach, das Spiel ist großartig. Im Endeffekt, es spielt sich richtig gut. Man hat einfach für diese Art von Spiel wirklich viele Möglichkeiten, was man macht. Finde eigentlich auch gut, Hellnagel. Es spielt sich wirklich gut und die Story ist eigentlich auch ganz nett, aber cool erzählt. Ein Ninja-Clan in der heutigen Zeit, das ist halt schon eigentümlich. Da finde ich cool. Gefällt mir. So, es ist jetzt 10 Minuten vor 11, mit anderen Worten, überhaupt nicht spät. Gibt einen Bonus-Level. Gibt es den in der HD-Version oder in der alten? Weil ich könnte mich an den gar nicht erinnern. Aber ich kann mich irren, das ist... ist schon wieder eine Zeit her. Ja, wie gesagt, großartiges Spiel. Hat nie einen Nachfolger bekommen. Es wäre vielleicht... wie gesagt, das ist die Original, also nicht die HD-Version. Dementsprechend habe ich das nicht... Ja, gab nie einen Nachfolger, soweit ich weiß. Also wäre mir nicht aufgefallen, sonst ist er untergegangen. Was Klei Entertainment sonst gemacht hat oder so, weiß ich nicht. Ich meine, wenn die so ein Spiel derartig brillant umsetzen, könnte es ja sein, dass man sich die anderen Sachen auch noch ansehen könnte. Ja. Wie gesagt, das hier ist das Original, also nicht die HD-Version, wobei die gibt es auch für wenig Geld. Also das Spiel selbst zu spielen lohnt sich, auch wenn man die Handlung kennt. Es geht ja nur zum geringen Teil um die Handlung. Nebenbei, beim Fazit könnte ich eigentlich wieder meine Kamera einschalten. Der Don't Starve ist auch von denen, okay, ja, von dem habe ich auch manches Gutes gehört. Soll aber sehr unnachgiebig sein, also sehr, sehr brutal. Also Don't Starve soll ein sehr gemeines Spiel sein. Sollte ich mir mal anschauen, was die sonst so noch gemacht haben. Oxygen not included. Also kann man sagen, was man will von dem Studio. Tatsache ist, dass es auf jeden Fall ein sehr kreatives Studio ist. Weil die Spieler haben alle auch in ihren Bereichen relativ guten Ruf. Dementsprechend cool. Ja, es... Invisible Ink, das sagt mir nur was. Da kann ich gerade, habe ich gerade nicht im Kopf, wie es aussieht. Ja, Mark of the Ninja war aber demnach eines ihrer früheren Werke, glaube ich. Und das Ding ist jetzt, glaube ich, also 10 Jahre alt, irgend sowas. Ich glaube 2012, also eher 11. Ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Kann mich irren.
Ja, eben, das Verschiedene ist nämlich der springende Punkt. Die Sachen sind extrem unterschiedlich. Inhaltlich, klar, es sind alles irgendwo Indie-Games, aber spielerisch einfach vollkommen unterschiedlich. Ich meine, ja, es ist die Spieleindustrie und dementsprechend kann es ein hartes Brot sein, aber wenn ich in der Spieleindustrie arbeiten wollen würde, dann in so einem Team, wo einfach vollkommen unterschiedliche Dinge gemacht werden. Und sowas muss nicht, auch nicht alles asynchron laufen. Man hatte in letzter Zeit in der Arbeit sehr viel mit asynchronen Vorgängen zu tun, dass vieles parallel läuft. Da darf man auch nicht übertreiben und so. Das ist mühsam. So, Clay Entertainment. New Game Plus, neues Spiel Plus Modus freigeschaltet. Du kannst ein neues, noch anspruchsvolleres Spiel starten. Nein. Aber mit all deiner Ausrüstung und allen Upgrades, Feinde werden tödlicher sein, Geräuschringe nicht angezeigt und du kannst okay. Okay. Ja, wunderbar.